Hallo und herzlich willkommen bei Nemic Green. Ich bin Thorsten, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch in diesem Video erklären, wie ihr mit unserer Nemic Green App illegale Mülldeponien auf Mallorca erfassen und auch melden könnt. Das trägt nämlich dazu bei, dass unsere wunderschöne Insel sauber und nachhaltig wird. Lasst uns loslegen. Wir befinden uns hier auf Mallorca, an einer der vielen illegalen Mülldeponien, die leider immer häufiger in unserer schönen Natur zu finden sind. Diese wilden Ablagerungen schädigen nicht nur die natürliche Umgebung, sondern stellen auch eine ernste Bedrohung für die lokale Flora und Fauna dar. Giftstoffe aus dem Müll können in den Boden und das Grundwasser gelangen und so die Umwelt langfristig belasten. Unser Ziel ist es, die Gemeinschaft auf Mallorca zu mobilisieren und das Bewusstsein für den Umweltschutz zu stärken. Mit der Nemic Green App kann jeder von uns helfen, die Insel sauber zu halten und die Natur zu schützen. Sie bietet eine einfache Lösung, um solche Probleme zu melden. Mit dem Smartphone kann jeder Bilder und Videos von illegalen Müllablagerungen machen, den Standort markieren und Informationen hinzufügen. Diese Daten werden dann an die zuständigen Behörden wie das Achutament und Ceprona weitergeleitet, die Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen können. Starten mit dem Herunterladen und öffnen die Nemic Green App aus dem Apple App Store. Ein schneller und einfacher Prozess, der uns sofort Zugang zu den umfangreichen Funktionen der App ermöglicht. Mit einem Klick auf den Lokalisierungsbutton ermittelt die Nemic Green App sofort unseren aktuellen Standort. So können wir präzise den Ort der illegalen Müllablagerungen festhalten. Die Karte der Nemic Green App bietet vielfältige Funktionen. Wir können hinein und hinaus zoomen, die Ansicht drehen und zwischen der Nemic Green und der Satellitenansicht wechseln. Beide Ansichten bieten einzigartige Werkzeuge zur Bearbeitung und Dokumentation. Um eine illegale Müllablagerung zu erfassen, müssen wir uns anmelden. Dies kann entweder mit einem bestehenden Konto oder durch die Erstellung eines neuen Kontos erfolgen. Die Anmeldung ermöglicht es uns, unsere Projekte zu verwalten und sicherzustellen, dass alle Meldungen zuverlässig bearbeitet werden. Nach dem Login können wir ein neues Umweltprojekt anlegen. Zuerst geben wir einen Titel und eine Beschreibung ein. Je nach verfügbarer Zeit vor Ort können wir weitere Details sofort oder später hinzufügen. Flexibilität und Spontanität sind hier entscheidend. Wir wählen ein zuvor aufgenommenes Bild der Müllablagerung aus unserer Mediathek aus und laden es hoch. So können wir die Verschmutzung genau dokumentieren. Nach dem Upload können wir ein Bild als Titelbild des Projektes festlegen. Ein aussagekräftiges Bild hilft, das Ausmaß der Verschmutzungen deutlich zu machen. Nach dem Speichern des Projekts sehen wir einen Bestätigungsscreen. Das Projekt befindet sich nun im Entwurfsmodus, im sogenannten Draft-Modus, und kann jederzeit mit weiteren Informationen ergänzt werden, bevor es veröffentlicht wird. Wir betrachten nun den Entwurf unseres Projekts. Alle erfassten Daten sind hier übersichtlich dargestellt und können jederzeit bearbeitet werden. Für jedes Projekt wird automatisch ein Meeting Room erstellt. Hier können alle Beteiligten kommunizieren und Informationen austauschen. Wir posten eine Testnachricht zur Demonstration. Mit dem Polygonwerkzeug können wir den Bereich der Müllablagerung genau definieren. Durch das Setzen mehrerer Punkte lässt sich das Ausmaß der Verschmutzung präzise abstecken. Das Wegetool ergänzt das Polygonwerkzeug, um den Weg entlang der Ablagerungen zu markieren. Beide Tools helfen dabei, das Ausmaß der Verschmutzung besser zu erfassen. Nach dem erneuten Speichern sehen wir unser Projekt auf der Karte sowohl in der Nemic Green als auch in der Satellitenansicht. Beide Ansichten bieten verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten. Die Nemic Green App bietet die Möglichkeit, die komplette Sprache der App zu ändern. Alle Projekte und Meeting Room Chats werden automatisch in die gewählte Sprache übersetzt, was die Kommunikation wesentlich erleichtert.
Wir fügen weitere Bilder hinzu, die die Verschmutzung deutlich zeigen. In diesem Moment kommt die fortschrittliche Nemic Green künstliche Intelligenz zur Bildanalyse ins Spiel. Sobald die Bilder hochgeladen sind, analysiert die KI automatisch den Inhalt und erkennt verschiedene Arten von Müll und Verschmutzungen. Die Nemic Green KI ist darauf trainiert, Müll auf den Bildern zu identifizieren und entsprechend zu kategorisieren. Diese automatische Erkennung hilft dabei, präzise Tags und Kategorien zum Projekt hinzuzufügen. Dies ermöglicht eine effiziente Erfassung und Bearbeitung der Daten, da die KI wichtige Informationen wie die Art des Mülls und das Ausmaß der Verschmutzung automatisch generiert. Dadurch wird nicht nur die Dokumentation erleichtert, sondern auch die nachfolgende Analyse und Berichterstattung optimiert. Die gewonnenen Daten sind somit wertvoll für Umweltstudien und helfen den zuständigen Behörden und Organisationen gezielt, Maßnahmen zur Säuberung und Prävention zu planen. Unsere KI-Technologie macht die Nemic Green App zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Die App zeigt Benachrichtigungen an, die Nutzer über neue Projekte und Aktivitäten innerhalb der App informieren. So bleibt man immer über eigene und Community-Projekte auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Updates oder Fortschritte. In der Nemic Green Hall of Fame sammeln User Green Hearts für gemeldete Müllablagerungen. Dieses Belohnungssystem motiviert die Nutzer, aktiv am Umweltschutz teilzunehmen. Die aktivsten Nutzer werden in einem Ranking angezeigt und können sich auf spannende Überraschungen und Anerkennungen freuen. Jeder Nutzer hat ein Profil, das eine Heatmap der Aktivitäten und verschiedene Tabs für die Projektbeteiligungen anzeigt. Die Heatmap zeigt, wie viele Green Hearts der Nutzer durch seine Aktivitäten verdient hat und veranschaulicht so das Engagement des Nutzers. In den Tabs sehen wir erstellte, involvierte, aktuelle und abgeschlossene Projekte. Diese Übersicht hilft Nutzern, ihre Beiträge zu verfolgen und ihre Aktivitäten effizient zu organisieren, wodurch die Zusammenarbeit und der Austausch innerhalb der Nemic Green Community gefördert wird. Im eigenen Profil können Basisangaben bearbeitet und das Profil anonymisiert werden, sodass Details für andere nicht sichtbar sind. Durch das Hochziehen des unteren Bereichs der App sehen wir die komplette Projektliste. Ein Klick auf ein Projekt zoomt automatisch auf der Karte dorthin und öffnet die Projektbeschreibung. Wir zeigen weitere Projektdetails auf der Karte. Das Projekt wird als Icon und Layer mit Bild auf der Karte angezeigt. Im unteren Bereich der App können wir Projekte filtern und Projektstatistiken anzeigen. Diese Funktionen bieten umfassende Möglichkeiten zur Verwaltung und Analyse unserer Umweltprojekte. Die Nemic Green App ist nicht nur als native App in den iOS und Android Stores verfügbar, sondern auch als Progressive Web App. Das bedeutet, dass alle Funktionen, die wir hier beschrieben haben, auch über einen beliebigen Browser genutzt werden können. Es fällt auf, dass die Projekte auf der linken Seite angezeigt werden und die Projektdetails immer daneben erscheinen. Diese Layout-Optimierung macht es in der PWA besonders komfortabel, Projektinformationen auf einem PC oder einem Mac nachträglich zu verwalten. Es bietet eine übersichtliche und effiziente Möglichkeit, Daten einzugeben und zu bearbeiten. Nun zeigen wir, wie man einem bestehenden Projekt beitreten kann. Wir klicken direkt auf den Button, um eine Beitrittsanfrage zu stellen. Der Projektleiter kann unseren Beitritt dann autorisieren, wodurch wir aktiv an diesem Projekt teilnehmen können. Zum Schluss nutzen wir noch einmal die Nemic Green KI innerhalb dieser PWA, um Müllablagerungen in einem Projekt zu analysieren. Die KI scannt die hochgeladenen Bilder, erkennt automatisch verschiedene Arten von Müll und kategorisiert diese. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung und Verwaltung der Verschmutzungsdaten, wodurch die Effizienz unserer Umweltschutzmaßnahmen erheblich gesteigert wird. Also ob auf deinem Smartphone oder im Browser, die Nemic Green App macht es einfach, aktiv am Umweltschutz teilzunehmen und illegale Müllablagerungen zu melden.